Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein Thema, das immer wieder in fast allen Videos irgendwo zur Sprache kommt. Und das ist das ewige Thema, gilt das denn auch für Steroid-Bodybuilder? Oder wenn ich Beispiele nenne aus dem Bereich von Profi-Bodybuildern, die offenkundig Steroide nehmen und diese als Vorbild in einer Übung nehmen oder auch nur erwähne, dann gibt es immer wieder kritische Kommentare darunter, die sagen, gut, das kann man aber nicht vergleichen. Bis hin zu sogar, die behaupten, es wäre ein komplett anderes Game, ob man jetzt das Ganze enhanced macht, quasi mit Steroiden, mit Doping, mit Anabolika oder den Sport ohne macht. Und da möchte ich heute mal einräumen, warum das nicht so ist und warum diese Leute absolut falsch liegen. Manche da draußen sind sogar so extrem, ich würde sie als Extremisten bezeichnen, obwohl ich sagen muss, dass eine löbliche Grundeinstellung dahinter ist, nämlich die gegen einen Medikamentenmissbrauch, der sicherlich bei vielen wirklich zu negativen Folgen führt und nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Insofern ist es eigentlich verständlich und es ist immer schade, wenn man natürlich gegen Leute jetzt argumentieren muss, wo man normalerweise denkt, ich bin doch auf deren Seite. Bin ich allerdings dann nicht, wenn es darum geht, dass ich dagegen bin. Das bin ich auch nicht. Ich habe hier eine sehr neutrale Einstellung dazu, aber nicht opportunistisch neutral, sondern auf logischen, vernünftigen Argumenten und auch moralisch neutralen Boden. Das bedeutet, ich verurteile es nicht, weil es hier einfach simpel nichts zu verurteilen gibt. Wenn sich jemand selbst einem solchen Risiko aussetzt, aber da kommen wir auch schon in den Bereich der Moral. Wer ein Video zur Moral rund um Anabolika haben möchte, der schreibt es jetzt in die Kommentare. Hier nur der kleine Ausflug. Wenn es also tatsächlich darum geht, ob es hier unmoralisch ist, wenn sich Menschen selbst so etwas antun, genauso wie wenn sie Extremsport machen, der ihren Knien schadet, oder wenn sie so viel essen, dass sie dick werden, oder wenn sie eine sehr extrem gefährliche Sportart machen, egal ob es jetzt Rennfahrer ist oder Paraglider ist oder sonst was, dann kann ich da nicht moralisch gegen sein. Das betrifft nur sie selbst. Und deswegen ist es eigentlich so von Grundbaustein nicht ein Problem, das ich in der Ethik sehe. Aber kommen wir jetzt zu dem Feld, was zu vergleichen ist und was nicht. Zunächst also einmal, was kann definitiv nicht verglichen werden? Die Ausmaße, heißt die schiere Masse, die man aufbauen kann. Ja, es wird niemanden geben, der natural bei 1,80 Meter Größe oder sogar kleiner 110, 120 Kilo Muskelmasse bei 5% Körperfett aufbaut. Das wird es nicht geben. Auch da bin ich bereit, immer mehr zu lernen, dass es Leute gibt, die natural weiterkommen als andere. Vor allem jetzt, wo der Sport immer größere Ausmaße annimmt, in Form von immer mehr Menschen, die ihn machen und machen können. Dadurch entdecken wir auch immer mehr genetische Wunder. Mehr als früher. Das bedeutet nicht, ja, jetzt wird mehr Steroide konsumiert, obwohl sie das auch werden, aber das heißt auch, dass wir die genetischen Wunder mehr zu Sicht bekommen, weil einfach 10, 100 mal so viele Menschen trainieren können und sich 100 mal so viele Menschen auch zeigen können durch Social Media. Das ist eine ganz einfache Rechnung und dadurch mag es unsere Meinung über das naturale Limit ein wenig nach oben korrigieren im Gegensatz zu früher. Aber grundsätzlich die Masse werden wir nicht erreichen können. Genauso wenig wie das, was damit zu tun hat. Weniger Muskelmasse, weniger Kraft. Auch die Kraftwerte kann man nicht erreichen. Regeneration ist einfach um einiges besser, weil das ist es letzten Endes, worauf es hinauskommt. Es ist die Regeneration. Es macht dich nicht per se stärker. Du nimmst es nicht ein und plötzlich bist du stark oder so oder plötzlich wächst du. Nein, es beschleunigt die Regeneration, wodurch alles andere kommt. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Arten von Dopingmitteln. Manche erhöhen auch die Ausdauer. Kennen wir gerade aus dem Radsport oder dergleichen und so weiter. Also all das wird erhöht. Dadurch auch so ein bisschen der Fokus, wie viel man leisten kann in einer Trainingseinheit. All das wird erhöht. So viel erstmal zu den Sachen, wo es wirklich stimmt, das kann man nicht vergleichen. Aber ihr werdet sehen, das tue ich auch nicht in den Videos. Ich sage nicht etwa, das müsst ihr machen, weil, oder ihr könnt diese Masse erreichen, weil Markus Rühl diese Masse hat. Davon habe ich nie gesprochen. Wenn es aber um die Ausführung von Bizeps Curls geht, kann man ihn durchaus nennen oder auch wie er seine Trainingseinheit aufbaut. Aber gut, dazu kommen wir jetzt. Also, was sind die Punkte, die man durchaus mal hinterfragen könnte? Kann man die vergleichen oder nicht? Und wenn ich behaupte, dass so viele von euch, wenn sie das so leichtfertig dahin schreibt, dass man es gar nicht vergleichen könnte, dass das was ganz anderes ist, wenn ich das dann kritisiere, dann meine ich damit vor allem, dass sie nicht bedenken, wie viel dann doch gleich ist am Ende. Jetzt werden manche von euch sagen, ach komm, jetzt geht er so vor.
wenn ich euch die ersten Sachen nenne. Aber Fakt ist, auch das machen sie. Und damit kann man Gemeinsamkeiten finden. Wie zum Beispiel die Gemeinsamkeit, alle denken und meinen, dass man durch Widerstandstraining die Muskeln aufbaut. Und das tun beide. Ja, es ist jetzt ziemlich logisch. Klar nehmen beide Gewichte. Aber das ist etwas, was tatsächlich gemeinsam da ist, um die Muskeln aufzubauen. Aber gut, wir wollen nicht zu salopp werden. Gehen wir mal mehr in die Tiefe. Zum Beispiel die Übungen, die genutzt werden. Kann man die vergleichen? Sind die beim Steroid-Bodybuilder ganz anders als bei anderen? Nein, sind sie nicht. Der Grundstock an Übungen, mit welchen Übungen man aufbaut oder nicht aufbaut, oder auch die Individualität, die dahinter ist. Baut jemand mehr mit Fliegen oder mit Bankdrücken auf? Ist Schrägbankdrücken besser für die obere Brust oder Negativbankdrücken? All das ist gleich. Egal ob Steroid-Bodybuilder oder Nicht-Steroid-Bodybuilder. Übung und Übungsauswahl und das, was sie machen sollen, sind gleich. Und absolut zu vergleichen, zu 100%, nicht ein bisschen weniger. Bleiben wir aber direkt bei den Übungen. Die Übungsausführung, können wir die vergleichen? Ja, absolut, zu 100%. Die Anatomie ist absolut die gleiche, nur dass der eine noch mehr Muskelmasse hat. Das ist in etwa ungefähr so, als würdet ihr behaupten, ein natural trainierender Anfänger, der nur 56 Kilo wiegt, da spreche ich von mir früher, und ein natural trainierender Athlet, der seit 12 Jahren trainiert und schon 86 Kilo wiegt, bei nur 10% Körperfett, also tatsächlich 30 Kilogramm Muskel mehr hat. Die beiden kann man nicht vergleichen, die würden die Übungsausführung komplett anders machen. Nein, Bullshit, natürlich nicht. Die machen auch die Übungsausführung gleich. Und genauso, wenn man das nochmal weiter aufrechnet, der 116 Kilo schwere Athlet, der meinetwegen Stoff dafür genommen hat. Aber ja, auch der hat die gleiche Übungsausführung. Um es mal ganz platt zu sagen, auch hier benutzt man Latissimuszug nicht, um die Waden zu trainieren. Kommen wir zur nächsten Einheit, zum Beispiel den Wiederholungsbereich. Kann man den vergleichen? Ja, absolut. Auch hier ist es so, egal ob Steroid, Bodybuilder oder absoluter Natural-Anfänger, die Wiederholungszahlen sind in etwa gleich. Und in etwa meine ich nicht der Unterschied zwischen Steroiden und Nicht-Steroiden, sondern mehr oder weniger ein individueller Unterschied. Ja, manche bauen tatsächlich besser auf mit einem höheren Wiederholungsbereich, 12 bis 15, aber auch da nicht zwischen 100 und 150. Und andere bauen wiederum besser auf im Kraftbereich, also tatsächlich zwischen meistens 4 und 8 Wiederholungen, auch da selten mit nur einer Wiederholung. Das ist ein ziemlich enger Korridor, wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen. Wir haben eigentlich nur 4 bis, sagen wir mal, 20 Wiederholungen. Alles darüber und alles darunter ist ziemlich eindeutig. Und das ist bei allen gleich, Steroide wie Nicht-Steroid-Nutzer. Und dann haben wir natürlich noch, und jetzt kommen wir schon in die Gefilde, die ein wenig komplizierter werden, den Split. Aber auch hier ist es erstaunlich gleich. Wie splitten Bodybuilder, die etwas zusätzlich nehmen, und Bodybuilder, die rein natural sind? Eigentlich gelten hier die gleichen Regeln. Beispiel die Regel: Wenn du den Trizeps trainierst, bevor du die Brust trainierst, also einen Tag davor, stört das im Split. Also muss man die trennen. Das muss man bei beiden trennen. Der eine wird zwar schneller regenerieren, aber dennoch splittet der Profi-Bodybuilder mit extra Konsum, genauso wie der Natural-Bodybuilder. Aber jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der euch sicherlich mit am meisten interessiert, und das ist so ziemlich der Aspekt, dem der Kanal verschrieben ist, und zwar die Trainingshäufigkeit. Und wir erinnern uns, ich habe am Anfang erwähnt, dass die Regeneration maßgeblich besser ist bei Steroid-Bodybuildern. Und jetzt kommt die große, große Kontroverse. Denn auch in der Häufigkeit des Trainings, behaupte ich, ist es gleich. Steroid-Bodybuilder könnten häufiger trainieren, gleichen das aber aus, indem sie wesentlich härter trainieren und das meistens mit wesentlich mehr Masse, also auch wiederum länger zum Regenerieren brauchen, weil die meistens fortgeschrittener sind. Wer als Anfänger mit 56 Kilo sofort zu Steroiden greift, der wird auch von der Regeneration wesentlich besser vorankommen als ein 120 Kilo Bodybuilder. Denn wenn der einmal Teile der Brust in einem ordentlichen Brusttraining zerstört hat, braucht er tatsächlich länger, weil er einfach viel mehr Masse reparieren muss. Und der 56 Kilo Athlet nicht. Das heißt, das ist eigentlich eher ein Gewichtsunterschied. Tatsächlich. Aber der Steroid-Bodybuilder, und das wird ihm ja immer wieder vorgesagt, der kann sich's auch leisten, einmal die Woche zu trainieren, weil er ja eine wesentlich verlängerte Proteinsynthese hat.
Ja, und das hat der Naturalathlet nicht, deswegen muss er scheinbar öfters trainieren. Ihr kennt das, ich werde jetzt hier nicht viel weiter darauf eingehen. Auf diesem Kanal sage ich es euch immer wieder, das ist ein großes Gerücht, das auch mit keiner Studie tatsächlich schon bewiesen wurde, sondern nur Indizien gesammelt worden sind, wo allerdings eine ganze Menge Indizien da sind, vor allem in der Praxis, wo es einfach nicht passt und wo einfach die Lehre einmal die Woche in den meisten Fällen besser ist. So sehr in den meisten Fällen, wie man sagen kann, dass Bankdrücken besser ist für die Brust als zum Beispiel nur Fliegende am Kabel oder dergleichen. Es wird auf die meisten Leute zutreffen, aber eben nicht auf alle. Aber trotzdem auf einem ziemlich breiten Korridor an Leuten. Und hier ist bereits schon der erste Logikfehler, den ihr eigentlich selbst entdecken könntet. Angenommen, es ist so, dass der Steroid-Bodybuilder wesentlich besser regeneriert, könnte also wesentlich häufiger trainieren als der Naturalathlet. Jetzt heißt es aber, der Steroid-Bodybuilder trainiert nur einmal die Woche, weil er sich auf der längeren Proteinsynthese ausruht. Die meisten Steroid-Bodybuilder, über die wir reden und die ich mal als Beispiel nenne, sind nicht etwa die Unambitionierten, die sagen, komm, essen brauche ich dreimal am Tag Pizza, ich nehme Steroide und sehe dadurch besser aus. Wir reden von Profi-Bodybuildern. Wenn ich immer wieder Markus Rühl und Co. erwähne, dann sind das absolute Profis. Profis, die ihr Leben in der Zeit, in der sie Profi war, dem Sport gewidmet haben. Wie man es sich kaum vorstellen kann. Die haben Reiskörner abgezählt, die haben sie notfalls trocken gegessen. Das ist eine solche Verschreibung an diesem Lebensstil, weil sie alles erreichen wollten in dem Sport. Weil sie auf der Bühne alles erreichen wollten. Weil sie der beste Bodybuilder der Welt werden sollten und davon abhängig waren. Finanziell, beruflich, karrieremäßig. Die hätten alles getan. Ja, ich behaupte, die meisten hätten sich wahrscheinlich tatsächlich einen Finger abgeschnitten. Selbst abgehackt, nur um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt kommt die komische Behauptung. Dann gibt es Leute da draußen, die sagen, die ruhen sich auf der verlängerten Proteinsynthese aus. Aber auch hier müsste es ja dann eigentlich heißen, weil sie eine schnelle Regeneration haben, sie könnten mehr aufbauen, wenn sie öfters trainieren. Und wenn man das dann den entsprechenden Leuten sagt, dann behaupten die doch tatsächlich, aber die sind nicht bereit dazu. Die haben keinen Bock darauf, das zu machen. Sind vielleicht zu faul dazu, die wollen lieber hart trainieren. Ehrlich? Das sind Leute, die teilweise trocken Reis essen, die sich Thunfischshakes machen, die wirklich jahrelang ohne Freunde, ohne irgendwelche sozialen Aktivitäten leben, die wirklich alles tun dafür und dann sind sie da zu faul zu? Das glaubt ihr doch nicht ernst. Ich glaube, da muss ich auch nicht näher drauf eingehen. Also es wäre absolut logisch, dass gerade die Steroid-Bodybuilder dann zweimal die Woche trainieren, vielleicht sogar dreimal die Woche den Muskel trainieren. Sie tun es aber nicht. Und das ist sicherlich nicht das Ausruhargument. Also wir sehen, die meisten Dinge kann man absolut vergleichen. Es gibt ein paar, da kann man sie sich nicht als Vorbilder nehmen. Aber was das Training angeht, können wir genauso von denen lernen. Und ich kann es nur euch ans Herz legen. Wenn ihr solche Athleten im Studio seht, guckt euch gerne was von ihnen ab. Pauschal kann man nicht sagen, je mehr Masse, desto eher könnt ihr euch was abgucken. Dann guckt lieber diesen Kanal, da findet ihr die richtigen Tipps. Aber schreckt nicht davor zurück, weil ihr denkt, oh nee, der hat ja sich eine Nadel in den Arm gejagt. Dann kommt ihr nicht weiter. Denn das sind meistens die Leute, die es ein bisschen ernster nehmen und die auch weiterkommen und die das schon länger machen. Ich rede nicht von dem Jugendlichen, der damit anfängt. Ich rede von den Leuten, denen man wirklich ansieht, der muss schon ziemlich lange trainieren und selbst wenn er schon ziemlich lange mit Steroiden trainiert. Überdenkt das lieber, ansonsten kommt ihr eben selbst nicht weiter, aber vor allem sollte ihr aufgeräumt werden mit diesen Vorurteilen. Ja, ich gehöre zum gleichen Lager, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn man falsche Argumente nennt. Vergleich dazu, ich bin selbst Vegetarier. Aus ethischen Gründen verzichte ich komplett darauf, irgendein Lebewesen zu töten, damit ich ein bisschen besseren Geschmack auf der Zunge habe für eine kurze Zeit. Aber was ich gar nicht mag, ist, wenn auf einmal die Leute, die vermeintlich auf meiner Seite sind und natürlich auch etwas Gutes tun, wenn sie andere Leute davon wegbewegen, Tiere zu töten für ihren Genuss, dass sie dann sagen, der vegane Lebensstil oder der vegetarische ist gesünder. Bullshit. Lasst euch so einen Scheiß nicht einreden. Jetzt ist das natürlich ein anderes Thema, aber das ist genauso hier. Ich mag es einfach nicht, wenn man dann so einen Mist nennt, weil dadurch macht man dann seine Seite auch angreifbar. Nun gut, ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt. Ansonsten schaut euch mehr Videos auf diesem Kanal an, guckt mal durch, da findet ihr sicherlich noch einiges Interessantes. Abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und natürlich euer Kommentar, wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, zu irgendwelchen Themen, schreibt mir da einfach rein. Ich werde jetzt trainieren, macht's gut, bis bald, euer Gotti.